Guten Morgen, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe gerade für die Babys Frühstück vorbereitet und serviere das jetzt. Babys waren heute früh auch schon draußen. Wir mussten nutzen, wenn die Sonne noch nicht so knallt, aber ich sehe gerade, wo ist denn jetzt hin? Da war eine dunkle Wolke. Ja, auf jeden Fall mussten wir das ausnutzen. Jetzt habe ich Frühstück für die Babys gemacht. Erik hat sich in seinem Badezimmer versteckt. Schlafzimmer ist noch zu, aber ich denke, ich werde sein geheiligtes Badezimmer für ihn öffnen. So, und ihm Futter bringen, sonst isst er mir eh nichts. Und ich habe schon mal die ganzen Daten auf den Computer übertragen. Werde jetzt dann den Vlog schneiden für euch heute Abend. Ist da was für dich dabei? Hm? Ui, ist da was für dich dabei? Nein? Nichts für den Bruno dabei? Na sowas. Heute hat Bruno super den Weg gefunden. Es gestern Abend noch geregnet hat, aber er hat heute den Weg gefunden, vielleicht weil ich gestern so mit ihm geübt habe, und er war heute richtig flott unterwegs. Im Busch, das ist immer sein Blatt. Bruno ist heute richtig flott unterwegs, hat den Weg ganz von alleine gefunden. Ach, der Erik ist auch schon wieder reingegangen. Super, wow, prima. Super gemacht, jetzt möchte Erik raus. Hm. So, ich habe hier schon mal das Rollo runter ins, im Schlafzimmer, dass die Sonne nicht so reinkommt. Und jetzt wird jeden Moment Erik ankommen. Erik, dein Schlafzimmer ist geöffnet. Erik, ich tue dir schon mal dein Essen ins Schlafzimmer, gell? Erik, kommst du? Einmal Essen für Erik. Huch, bin ich jetzt erschrocken. Erik, erschreck mich doch nicht so. Jetzt sind wir beide gegenseitig vor uns erschrocken. So, Bruni lässt sich jetzt auch seinen Petersilienwurzelbrei schmecken. Ich habe jetzt meine Haare gewaschen. Ich lasse sie an der Luft trocknen. Und ich finde schon, seit meine Mama sie geschnitten hat, dass die besser fallen auf jeden Fall. Ich habe jetzt den Vlog geschnitten für heute Abend. Und jetzt gibt es Mittagessen. Ich schaue gerade die Wolkenberge an. Genau, jetzt mache ich Mittagessen. Bruno ist in seinem Tunneli-Tunnel. Erik ist im Schlafzimmer unterm Bett. Da ist unser Bruno. So, Mittagessen ist fertig. Einmal Tomate, Mozzarella. Und ich habe gerade bei Instagram so eine Umfrage gemacht, weil früher habe ich meinen Tomate, Mozzarella immer mit Maggi gegessen. Und das war eigentlich ganz lecker. Jetzt mache ich ja immer Essigcreme drüber. Und ich hatte eine Umfrage gemacht, ob ihr das auch schon mal probiert habt. Und ob euch das auch schmeckt oder eher nicht. Oder ob ihr euch vorstellen könnt, das mal zu probieren. Oder ob ihr sagt, nee, hört sich komisch an die Kombi. Könnt ihr mal gerne schreiben.
Okay, also ich habe mich fertig gemacht. Es ist immer noch hier diese komische Strähne. Ich habe das Gefühl, die wächst einfach nicht. Die bleibt immer auf dieser Länge und wirbelt sich komisch. So, Couch habe ich gestern noch die Kissen bezogen. Jetzt lege ich noch die Decke aus. Bett wollte ich frisch beziehen, Hasenbetten frisch machen und frische Teppiche auslegen. Und na, vielleicht mache ich. Nee, eigentlich müsste ich es heute machen. Aber ich fange jetzt erstmal mit den Hasenbetten an, ja. Mit dem gut genutzten Bettchen. Und dieses Bettchen hier ist komplett frisch. Da wird nicht reingemacht, es wird nur in dieses Bett hier gemacht. Lustig, faszinierend. Und in das mittlere wird auch ein bisschen gemacht. Warum zeige ich euch das überhaupt? Das muss ich auch frisch machen. Blog muss ich hochladen. Thumbnail muss ich auch noch fertig machen. Kommentare muss ich noch beantworten. Eine dunkle Wolke. Phänomenal, fantastisch. So. Dann wische ich die jetzt aus. Ich nehme da immer Essig. Essenz verdünnt mit Wasser. Dadurch, dass ich unten eine Zeitung drin habe, ist die Schüssel nie so eingesaut, als wenn ich unten keine Zeitungsschicht hätte. Jetzt muss man natürlich schauen, wenn es zerfetzt wird. Manche zerfetzen das ja, aber bei uns funktioniert das ganz gut. Oder, naja, zerfetzen ist ja nicht mal das Schlimme. Das Schlimme ist dann eher, wenn es gefressen wird. Also man muss halt immer alles individuell auf seine Kaninchen anpassen. Ich finde, man kann das auch alles nicht so generell pauschalisieren. Ich meine, klar, es gibt so Grunddinge, ne? Aber ansonsten ist jedes Tier individuell und jedes hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Persönlichkeit und demnach muss man dann natürlich auch die Dinge handhaben. Also was beim einen funktioniert, heißt nicht unbedingt, dass es beim anderen auch funktioniert oder was beim einen nicht funktioniert, kann aber durchaus beim anderen funktionieren. Also da muss man sich dann wirklich auf seine Tiere einstellen und ja, seine Tiere dann auch einfach so nehmen, wie sie sind. Und dann funktioniert das eigentlich ganz wunderbar. Bruni, ach, das stört mich so mit dieser. Was ist das hier? Also, das nervt mich total. Das sieht so bescheuert aus. Bruni schläft gerade ganz tief und fest in seinem Tunnel. Also, man sieht sein Gesicht dann nicht. Aber er schläft. Süß. Ja, die Babys schlafen und ich arbeite. I took all it to you. We were young and running free. We were never meant to be, but I could not see you go. Cause of you, don't wanna waste another minute without you. And I will love you. If you ever fall out, please don't leave me out, cause I will love you till I'm gone. If you just hold on, if you just hold on. Ich suche. Eigentlich dachte ich, ich hätte noch andere. Das ist ja seltsam. So, Bruno erkundet, alles ist wieder sauber und frisch. Soon you're on your way. Promise me that you know. The world is yours. Strike them with your.
bin jetzt mit Haushalt soweit fertig. Jetzt reicht es mir aber auch. Irgendwie geht immer das ganze Wochenende dafür drauf. Jetzt mache ich weiter mit dem Vlog. Thumbnail muss gemacht werden und dann beantworte ich noch eure Kommentare. Couch habe ich jetzt frisch gemacht und Bruno ist hier hinten. Das Haus habe ich immer noch nicht frisch gemacht. Also Wäsche, Bett muss ich auch noch beziehen. Naja, es ist noch einiges zu tun. Es ist die Zeit des Jahres, den Kühlschrank im Keller anzumachen. Mein Kühlschrank platzt aus allen Nähten. Ich werde jetzt die restlichen Sachen von dem Grün runter in den Keller bringen. Da ist das so bescheuert. Jetzt kriegst du die Tür gar nicht zu, weil das hier alles so bis zum geht nicht. Ich erinnere mich, da war was. Oh Mann, da muss man echt aufpassen, dass dieser Stuhl nicht auf einen drauf fällt. Platz, wirklich einmal Platz. So. Abendessen als Vorspeise einen Apfel und eine Weintraube, ein paar Weintrauben und dann gibt es heute einen Eintopf mit Kartoffeln und Spargel und Zucchini und Lauch und gelbe Rüben. Uni Bruno hat auch eine Weintraube bekommen. So, Abendessen ist fertig. Guten Appetit. Schön viel Salz. Ich lieb's. Brezel natürlich mit Butter. Shooting star without a safety net. Now give me a ride. I'm going far beyond where the signs say. Kommt nichts mehr. Shooting star. Bis morgen um 19 Uhr. Tschüss.